Ja, Martin, was ist denn los? Ja, ich muss dir erzählen, was mir heute im Büro passiert ist. Ich habe irgendwas Falsches geklickt und dann auf einmal waren die Dateien und der ganze Ordner weg, die ich für die Arbeit brauche, also einfach weg. Und es war auch nicht mehr ein Papierkorb. Und natürlich dachte ich dann schon, die ganze Arbeit der letzten Monate ist einfach weg. Ui, hast du denn kein Backup gemacht? Doch, zum Glück schon und das hat mich dann auch gerettet. Regelmäßige Sicherheitskopien oder Backups der eigenen Dateien sind wichtig, falls man diese aus irgendeinem Grund wiederherstellen muss. Es gibt viele geeignete Speichermedien wie USB-Sticks, externe Festplatten, interne Festplatten und sogar Online-Speicher, um Backups abzulegen. Das Wichtigste ist nur, dass das Speichermedium genügend freien Speicherplatz hat. Auf den meisten Geräten kann man automatisch Backups erstellen lassen, zum Beispiel indem man einen Sicherungsplan erstellt. Darin kann festgelegt werden, welche Dateien in welchem Zeitintervall gesichert werden. Wichtig ist aber, dass man sich von vornherein eine geeignete Ordnerstruktur erstellt. Sonst hat man nicht nur beim Backup-Erstellen Probleme, die richtigen Dateien zu finden. Ein Tipp für mehr Ordnung in der Dateienstruktur: Dateien konsistent benennen, aber immer das gleiche Muster bei der Benennung verwenden. Zum Beispiel Inhalt-Name-Erstellungsdatum-Version. Dabei sollte man auch darauf achten, dass man die Dateien klar unterscheiden kann, auch wenn sie einen ähnlichen Inhalt haben. Man muss nur aufpassen, dass die maximale Länge von Dateinamen im Normalfall limitiert ist und man zum Beispiel bei Windows nur maximal 255 Zeichen zur Verfügung hat. Außerdem ist es bei Netzwerk- oder Cloud-Ordnern ratsam, sich zu vergewissern, dass alle Personen, die den Zugriff benötigen, diesen auch haben. Na, dann weiß ich schon, was ich heute Nachmittag mache. Ich werde meine Dateien etwas umbenennen und neu ordnen. Gute Idee. Aber Martin, jetzt muss ich dir auch noch was gestehen. Mir ist heute auch etwas Dummes passiert. Und zwar habe ich meine Laboreinheit verpasst, weil ich den Termin nur in meinem Uni-Kalender hatte und nicht in meinem privaten Kalender. Oh, du kannst deinen TU-Graz Online-Kalender ganz einfach mit deinem privaten Kalender synchronisieren, indem du eine einfache Kalender-Applikation verwendest. Ah, danke für den Tipp. Dann weiß ich jetzt auch schon, was ich heute Nachmittag mache.